Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir bekamen Post und das möchte ich euch gerne vorlesen. Voller Freude schreibt uns jemand: Gestern hatte ich Post bekommen von Ihnen. Meine Freude war so groß. Der Brief, die Unterlagen und das Buch, alles bekam ich von Ihnen gratis zugesandt. Ich habe es schon meiner Freundin Balkon zu Balkon erzählt und gezeigt. Es sprudelte nur so aus meinem Munde. Auf diesem Weg von Herzen vielen Dank. Meine Freundin und ich schauen auf Bibel-TV und ich auf YouTube alle Sendungen von Ihnen. Grüße vom sonnigen Balkon. Ja, möchtest du auch von uns Post bekommen? Dann abonnier doch dieses Magazin. Es ist völlig kostenlos und wie es geht, zeigen wir dir jetzt. Schon gelesen? Das neue Magazin ist da. Mit hilfreichen Artikeln für Ihr Leben und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Jetzt kostenlos bestellen. Wir wollen dich ermutigen. Hoffnung um 12. Kennst du das, wenn dir der Wind ins Gesicht bläst? Ich möchte gleich was darüber sagen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ich war mal auf einem Segeltörn und da habe ich sehr viel gelernt, was Wind angeht. Wenn der Wind bläst, dann möchte man einfach sagen, komm, lass alles rennen und dann wird man in die Ecke getrieben und dort ist auch meistens der ganze Schutt. Und so ist es auch im Leben. Und da kann man was dagegen tun. Ich habe gelernt, dass man auch gegen den Wind fahren kann, wenn man das Ziel erreichen will. Das ist anstrengend, aber man kann es tun und man nennt das Kreuzen. Man fährt links, rechts, links, rechts, bis man dort ist, aber man kann wirklich das Ziel erreichen. Und du musst aber auch ein Ziel kennen. Meistens lassen wir uns treiben von den Medien, alles was die Medien sagen und schlecht und Arbeitslosigkeit und Krankheit und Vorsicht da und Vorsicht dort. Richtig, Vorsicht ist schon eine gute Sache. Aber kennst du dein Ziel? Kennst du dein Ziel für heute, aber für dein Leben? Und das ist wichtig. Wir schieben immer uns die Schuld dem Wind zu. Es bläst so und ich kann nicht mehr und es ist alles so stark. Ich sag dir, es funktioniert. Kenne dein Ziel. Mit deinem Gott kannst du das Ziel erreichen. Heute möchten wir für Kinder beten, die mit der Situation vielleicht nicht zurechtkommen. Für Kinder, die nicht auf den Spielplatz können oder nicht in die Schule dürfen, die sich eingesperrt fühlen, die Mühe haben mit dem Lernen für die Schule. Jesus, wir danken dir, dass wir heute dir all die Kinder bringen dürfen, die Mühe haben zu Hause, jetzt mit der Situation sich einzufinden oder umzugehen, die nicht raus dürfen, die in der Schule jetzt Schwierigkeiten haben zu lernen, die zu Hause für die Schule. Danke, Jesus, dass du mit ihnen bist. Danke, Jesus, dass du Frieden schenkst. Danke, dass du ihnen einfach ganz nahe bist und dass sie nicht aggressiv werden, sondern dass dein Friede in ihnen wohnt. Danke, dass du den Eltern auch Weisheit gibst, damit umzugehen, dass sie ja mit der ganzen Situation zurechtkommen. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch für die Kinder, die jetzt so in einer so engen Situation sich befinden. Danke, Jesus. Amen. Und hier schreibt uns eine Mutter, die in Deutschland wohnt und die Tochter in Österreich. Liebes Team, ich danke euch dafür, dass ihr Hoffnung um 12 gestartet habt. Ich habe auch für meine Tochter im Chat Anliegen gesendet. Jedoch geht es ihr seit Sonntag mit ihrem rechten Arm nicht gut. Sie hat eine Schleimbeutelentzündung und kann den Arm nicht bewegen. Alles ist verspannt und schmerzt. Da sie in die Notambulanz am Sonntag gefahren ist, hat sie das Stärkste an Medikamenten per Infusion bekommen. Sie verträgt diese Mittel gar nicht und ich konnte sie nur am Telefon begleiten. Sie braucht Hilfe
und die Grenzen sind zu und ich kann sie nicht besuchen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt genau mit dieser Mutter bist und ganz besonders mit der Tochter. Danke, dass du diesen Schleimbeutelentzündung heilst, dass dein Heilungsstrom fließt, dass du mit ihr bist und dass sie auch keine Nebenwirkungen von diesen Medikamenten hat, die sie nicht verträgt. Danke, Jesus, dass du eingreifst und auch wenn sie dort alleine ist, dass du ihr ganz nahe bist, dass du mit ihr bist und dass Heilung fließt. Danke, Jesus, dass du sie berührst. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebet für Heilung für die Speiseröhre. Ich habe schon so lange Speiseröhrenentzündung und die Medikamente helfen nicht. Danke. Und per WhatsApp erreichte uns dieses. Meine Frau leidet seit einem Jahr circa an einer Fistel und wir möchten auch hier um Heilung beten lassen. Jesus, ich danke dir, dass du dieser Person ganz nahe bist, die jetzt diese Speiseröhrenentzündung hat. Danke, Jesus, dass du gerade jetzt heilst, dass wir dir diese Person bringen dürfen, in deine Hände legen dürfen und dass du der Herr bist, der sie berührt. Und wir danken dir, dass auch alle anderen, die in dieser Beziehung Nöte haben, dass du auch diese Menschen berührst. Danke, Jesus, du bist der Herr über jede Krankheit. Und auch diese Person, die eine Fistel hat, Jesus, danke, dass diese Fistel zugeht, zuheilt. Danke, dass du da auch deine Hand drauflegst und dass jetzt Heilung fließt. Danke, Jesus, du bist der Herr auch für diese Person, die diese Fistel hat. Danke, Jesus. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen erreichte uns. Hallo ihr Lieben, da wir leider die Gebetsnacht nicht vor Ort erleben können, finden meine Frau und ich es klasse, dass dennoch füreinander gebetet wird via Livestream. Auch wir haben ein großes Anliegen und vertrauen darauf, dass durch die Gebete unser sehnlichster Wunsch nach einem Kind in Erfüllung geht. Seit 10 Jahren sind wir verheiratet und es hat noch nicht geklappt. Die Ärzte sagen, wir sind beide gesund. Ja, dafür wollen wir beten und es braucht nicht irgendwo eine Vor-Ort-Berührung, sondern Gott möchte das richtig bei dir tun, bei euch tun und da möchten wir beten, auch für all diejenigen, die jetzt sagen, oh ja, das wäre auch ein Wunsch bei uns, da wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt auch, Herr, dieses Ehepaar kennst. Und danke, Herr, du kennst jetzt auch den Kinderwunsch, Herr, von all denen, die jetzt sagen, Herr, bitte, bitte lass es geschehen. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, lass du wunderbar es geschehen, gelingen. Und Herr, schenk du so einen Frieden über diese Menschen, Herr, die ich geschrieben habe und die ich jetzt brauche. Danke, Herr. Danke, Herr, für das große Wunder, das du tun wirst. Amen. Amen. Erlebnisse mit Gott. Viele Menschen haben auch Erlebnisse mit Gott und viele schreiben uns auch. Und da möchte ich euch 2 vorlesen. Hallo, ihr Lieben vom Missionswerk. Am 7.3. bat ich Sie per E-Mail um Gebetsunterstützung für den Ehemann meiner besten Freundin. Er lag im Koma auf der Intensivstation mit einer durchbrochenen Hauptschlagader im Bauchraum. Die Ärzte gaben ihm gerade mal eine 10%ige Überlebenschance. Er liegt nun seit einigen Tagen auf Normalstation. Es geht ihm gut. Er ist wach und auf bestem Weg zur Genesung. Danke und nochmals herzlichen Dank an das ganze Team und vor allem an Isolde und Daniel für euren gewaltigen Einsatz. Gott ist groß und tut auch noch heute Wunder. Ja, und das ist wahr. Per E-Mail bekamen wir folgendes Zeugnis. Während der Schwangerschaft unserer Tochter waren wir bei einem Gottesdienst in Karlsruhe. Am Ende des Gottesdienstes ging ich zu Daniel und bat um ein Gebet für unsere Tochter, die ihr erstes Kind erwartete. Er betete für Gesundheit und eine gute Schwangerschaft und Geburt.
Am Montag war die erste große Ultraschalluntersuchung. Am Abend rief uns unsere Tochter an und sagte, dass man einen auffälligen weißen Punkt bzw. Kreis am Herzen gesehen habe. Wir waren alle aufgeregt und in großer Sorge, das Kind könnte behindert sein. Wir mussten noch ein paar Tage geduldig warten, bis der Termin der Untersuchung war. Dann bekamen wir an einem Nachmittag einen Anruf und unsere Tochter und unser Schwiegersohn sagten uns, dass bei der Untersuchung am Herzen keine Auffälligkeit mehr zu sehen war. Keinen weißen Fleck, der noch bei der ersten Untersuchung deutlich erkennbar war. Auch Größe und Gewicht waren vollkommen in Ordnung. So ein großes Wunder. Nach ein paar Monaten bekamen wir eine gesunde kleine Enkeltochter. Sie ist ein großer Sonnenschein. Danke für all eure Gebete. Dieses Zeugnis wollte ich gerne bei der Gebetsnacht an Karfreitag ablegen, da diese unter traurigen Umständen leider verhindert ist, schreibe ich euch dieses voller Dankbarkeit. Wie wunderbar! Ja, wenn auch du ein Zeugnis hast, ein Erlebnis, dann lass es uns wissen. Wir blenden die Möglichkeiten ein und über WhatsApp kannst du es uns schreiben oder ein kurzes Video schicken. Ja, wir wollen dir einen Tipp heute geben. Der Tipp des Tages heute. Ich habe von Segel und Wind gesprochen. Und der Wind ist nicht schuld, wenn du in die falsche Richtung irgendwo kommst, sondern es ist das, wie du die Segel setzt. Setze die Segel richtig. Überlege dir, welchen Kurs der richtige ist für dein Leben. Und dann muss man, wenn man das Segel setzt, manche Seile lockern. Und auf der anderen Seite muss man sie straff machen. Überleg dir heute mal, was du ändern musst, um das Ziel zu erreichen. Und das ist eine wichtige Sache, dass du dich wirklich entscheidest, dass du nicht einfach betest, Herr, mach alles richtig, sondern kenne dein Ziel und tu den richtigen Kurs einschlagen. Du kannst uns weiter deine Anliegen schicken und auch am Telefon bis 13 Uhr. Ich habe dir Anfang der Sendung gesagt, dass wir dir gerne das Magazin zusenden. Schreib uns einfach deine Adresse. Wir tun es sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns sehr, wenn du uns Feedback gibst, wie dir diese Sendung gefällt. Und für heute verabschieden wir uns und freuen uns, wenn du morgen wieder dabei bist. Der Herr segne dich. Alles Gute und Gottes Segen.